Die wehenden Sterne der kleinen Küken. Es war einmal, da lebten ein Großvater und eine Großmutter. Die hatten eine Hütte auf dem Felde vor der Stadt. Sie besaßen nichts außer einem einzigen Huhn. Eines Tages hatte das Tier 6 Eier ausgebrütet und es schlüpften 6 allerliebste Küken daraus hervor. Die Henne freute sich sehr über ihre niedlichen Küklein und pflegte und nährte sie gut. Immer war sie auf der Hut, dass Habicht und Geier ihr keines ihrer Kinder stehlen konnte. Nun gab es einmal ein Fest im Dorf, und die beiden Alten wollten auch hingehen. Aber sie waren arme Leute und hatten weder Silber noch Gold, um etwas zu kaufen, das sie den Göttern opfern könnten. In der Nacht lagen die beiden Alten auf ihrem Lager und sprachen miteinander über das Fest. Der Großvater sagte: Morgen soll nun das Fest stattfinden. Was können wir den Göttern opfern, damit wir auch teilnehmen dürfen und uns nicht schämen müssen vor den Nachbarn? Die Großmutter antwortete: Auch ich zerbreche mir den Kopf darüber. Was sollen wir denn den Heiligen morgen darbieten als Speise? Wir haben kein Geld, um etwas zu kaufen. Wenn wir an dem Fest nicht teilnehmen, werden unsere Nachbarn denken, dass wir aus Hartherzigkeit nichts geben wollen. Oh, wüsste ich doch, was wir opfern könnten. Der Großvater hörte der Großmutter zu und blieb still. Er dachte nach. Wir haben einen Huhn im Korb unter dem Haus. Hühnerfleisch wäre doch wohl eine passende Gabe, oder? Er sagte es der Großmutter und sie rief: Oh, darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber ach, was soll aus den Küken werden, den Kleinen, die bei der Glucke sind? Ohne ihre Mutter können sie nicht leben. Dann müssten eben wir beide die Küken füttern und großziehen. Nicht lange, so werden sie viele Kinder und Enkel hervorbringen. Sei nicht traurig. Hühner sind für die Menschen als Nahrung gemacht. Wenn wir die Henne töten, so tun wir es doch nur, um ihr Fleisch auf dem Festplatz zu opfern. So folge deinem Herzen, Großvater. Ich werde das Huhn zubereiten. Aber töten musst du es. Das kann ich nicht, denn es tut mir so leid. Gut. Du brauchst nur das Fleisch anzurichten, wenn du dich fürchtest. So unterhielten sich die beiden Alten, und ihre Stimmen waren weithin vernehmlich in der stillen Nacht. Darum hatte die Henne in ihrem Korb unter dem Haus alles mit angehört. Sie wusste nun, dass ihr Tod beschlossene Sache war. Das bereitete ihr große Schmerzen, denn sie liebte ihre Kinder sehr. In ihrer Sorge sprach sie zu den Küken: Ihr geliebten Kinder, morgen wird eure Mutter sterben. Ich habe nur einen Wunsch. Liebt euch, ihr 6, in geschwisterliche Liebe und meidet Hader und Zank. Wenn ihr etwas zu essen sucht, so bleibt stets dicht beieinander. Trennt euch niemals von den anderen. Bleibt beim Hause, sonst kommt womöglich ein Hund und jagt euch umher, um euch zu guter Letzt noch zu beißen. Sucht euer Futter unter dem Haus oder im Garten. Wenn euch da Gefahr droht, wird euer Herr kommen und euch helfen. Die 6 kleinen Küken hatten die Rede ihrer Mutter gehört und fragten nun unter Tränen: Woher, Mutter, weißt du denn, dass morgen dein Todestag ist? Die Henne entgegnete: Ich habe die Stimme des Großvaters vernommen, wie er mit der Großmutter sprach. Er wird morgen eure Mutter töten, um ihr Fleisch beim Fest zu opfern. Darum werde ich sterben. Den Tod fürchte ich nicht, aber bekümmert bin ich, weil ich euch zurücklassen muss. Denn ihr Kinder seid noch so klein. Wenn ich tot bin, so habt ihr niemand, der euch vor Gefahr warnen
und schützen kann. Wenn die Schwärme der Geier und Habichte kommen, werden sie euch ergreifen und niemand ist da, der mit ihnen kämpfen könnte. O ihr Kinder, nun habt ihr die letzten Worte der Mutter gehört. Beherzigt sie, lauft nicht hinaus auf die Lichtung, wenn ihr spielen wollt. Denn Geier und Habichte sehen euch dort, stoßen herab und fressen euch auf. So unterwies die an ihre Küken die ganze Nacht, und es war ein großer Jammer. Am frühen Morgen schon setzte der Großvater Wasser auf. Er griff die Henne und schlachtete sie. Dann warf er ihren leblosen Körper ins kochende Wasser, um ihn nachher zu rupfen. Die Küken, alle sechs, mussten es mit ansehen. Da flogen sie auf und hüpften alle miteinander in die brodelnde Flüssigkeit. Ihre Mutter folgten sie in den Tod. Doch die Kraft ihrer Tugend bewirkte, dass die Henne und ihre sechs Küken wiedergeboren wurden im Sternenhimmel. Vor aller Welt gehen sie nun strahlend über das Firmament als Sternenbild der sieben Gestirne, die da heißen die wehenden Sterne der kleinen Küken.